nimm den Menschen das Fressen weg und dann wirst du sehen, was passiert. Dann gibt's Randale. Gemeinschaft nochmal. Da muss man seine Axt nochmal zurücklegen. So. Ja, im Dunkeln, also ein Infektionsherd fertig machen, da würde ich lieber warten, bis es wieder hell ist. Obwohl zu zweit könnten wir das schon schaffen, aber. Dunkeln ist riskanter. Einmal wäre ich schon fast gestorben. Meine Waffe, die ist auch nur gelb jetzt, also ich muss jetzt mal wechseln. Eine frische Waffe mitnehmen. Pack ich mal weg. Einlagern. Ah, das zeigt da auch an, beschädigt. Die andere ist kaputt. Überhaupt noch andere Waffen? Nö. Ja, dann muss ich wohl doch mal eine reparieren. Oder sind hier unten noch mehr? Nö. Hier eigentlich der Kaffee. Ja, der Kaffee ist hier auch mit drin. 30 wird das kosten. Alter, die andere kostet 33, obwohl die schlechter ist als die Machete. Hm. Maximale Haltbarkeit. Ach, weil die andere ist länger haltbar. Ja, die Machete ist zwar ein Ticken stärker, aber die hält nicht so lange. Ja, nee. Ich glaube, dann werde ich den zum ersten Mal hier reparieren. Ich habe ja 123 davon. Reparieren wir mal den Knüppel hier, den Zerstörungshammer. Ach, dir fehlt die erforderliche Anlage, da brauchst du eine Werkstatt. Da fehlt uns jetzt aber wieder einmal Baumaterialien. Das kostet nämlich 3 und wir haben nur 2. Na dann, holen wir uns Baumaterialien. Genau. Muss ich mal gucken, wo wir hier was haben. Ich habe was gefunden. Das ist auch ziemlich nah dran. Sind nur 150 Meter. Hier auch rüber? Ja. Ich glaube hier die Straße lang. Dicke, Alter. Oh, die Optik nachts ist aber auch geil gemacht. Oh, hier kann man auch noch was looten. Das die Riesenkiste. Ja. Das macht den Zombie da hinten platt. Sicher ist sicher. Ach, ich glaube, ich kämpfe schon mit dem Messer, ey. Weil ich das nicht reparieren konnte. Also als nächstes muss auf jeden Fall eine Werkstatt her. Das ist jetzt das Allerwichtigste. Weil Waffen findet man selten. Oh, ist das eine Waffe? Ja, Nahkampfwaffe stumpf. Ja, wunderbar. Das tut mir genau rechtzeitig. Inventar noch mal auf. Oh, das kriege ich immer noch nicht richtig hin. Wie macht man denn das Inventar auf? Das spürt's auch mit Controller? Nee, nicht. Nee. Auf I oder was? I für Inventar? Ah. Das ist ja passend. So. Mal hier durchsuchen. Loader right there. Oh, Alter. Was ist hier passiert? I gotta catch my breath. Ah, der hat hier Gift gesprüht, die Sau. Der Boomer, ja. Schnell raus hier.
ist noch einer. Komm her! Alter, der braucht einen neuen Kaffee, ey. Oder? Nee, das wird noch. Hier ist noch was Geld. Der ist gesichert. Wo denn? Hier hinten. Da ist noch so ein Schrank im Eck. Aha. Wer sind hier denn Ressourcen? Zum Bauen, das wäre gut. Könnte sein. Alle anderen habe ich auch schon. Ich war schon mal hier. Sweet. Teppichrolle. Ich glaube, das ist genau Materialiensammlung. Ja, wunderbar. Läuft. Kommen wir wieder zurück. Das Gebäude kann man aber nicht beanspruchen, oder? Weil da jetzt so ein Materialsymbol ist. Ich glaube, der hat als Effekt Material, kann das sein? Nee, mir fehlt ja noch Einfluss. Ich habe ja jetzt erst 60, ich habe ja gerade 300 verbraucht. Ach so. Okay. Da muss erst... Aber das weiß man jetzt ja schon. Da kann man jederzeit wieder her, dass man es einmal weiß, denn... Immer erstmal wieder das Zuhause markieren. So. Oh, da kommen wir ja zu zweit viel besser voran als alleine. Gut. Oh, der ist wohl durchgerannt, Alter. Das hat er ja nicht gehabt. So, einen großen Rucksack abgeben. Jawohl. Gleich eine Werkstatt gebaut. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Wenn wir die hier bauen. Repariere beschädigte Anlagen. Werte die Kommandozentrale auf. Wo ist denn die Kommandozentrale? Das ist doch hier die Kommandozentrale, ne? Oder? Wo wir hier sind? Basis. Da ist eine wandernde Horde. Ich weiß nicht, wo hier eine Kommandozentrale sein soll. Oder ist sie das hier? Mechaniker, Übernahme der Werkstatt. Sprich mit Benicia, Mechaniker über die Pläne. Da können wir mal mit dem Auto jetzt hinfahren. Wollen wir das machen? Iloka? Oder hol sie gerade ein frisches Bier. Na, meine lieben Freunde, ich würde lieber die Baumaterialien immer erstmal horten, weil noch haben wir ja Waffen. Mhm. Vielleicht bekommen wir nämlich auch einen anderen Auftrag. Bist du wieder da? Jo. Ja, noch baue ich keine Werkstatt, weil noch haben wir genug Waffen. Lass mal zum Auto gehen und die Hauptmission weitermachen. Ja. Achso, warte mal, bevor du weggehst, gehen wir ins Inventar. Ja. Und tu mal was droppen. Zum Beispiel so. Könntest du das jetzt aufheben? Einen Moment. Ja. Nimm mal auf. Müsste eine Axt drin. Ja, geht. Cool. Also man kann auch Gegenstände dann tauschen quasi. Ah, du willst es wieder haben, ne?
Ja, sonst habe ich nichts. Ja. Moment. So. Das ist cool. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Gerade wenn ich was gefunden habe, was du dringend brauchst oder so, dann kann man da so ein bisschen tauschen. Ich verliere schon wieder Energie, also lass uns beeilen. Man kann ja nicht so lange rumdödeln hier. Wir müssen uns schon ein bisschen ranhalten, weil sonst muss ich den ganzen Kaffee verschwenden. Ja, ich tue immer Dinge wechseln. Charakter dann immer. Ja, ich will mit dem weiterarbeiten hier, weil ich habe. Lass uns jetzt mal zu der Mission, die wir hier offen haben. Im Auto. Licht an. Wäre kein Licht oder was? Ah, so. Eine Birne geht noch. Nein. Und rübergefahren. Ich kann da nebenbei auf der Map gucken, wo wir hin müssen. Also kann man gut Einfluss machen. Auf jeden Fall geradeaus. Immer geradeaus. Erstmal. Ich will einfach die Zombies hier platt machen. Einfluss. Ja, aber der arme Sprit. Der lieber so klatschen. And no more door. Da ist keine Tür mehr dran. Ich gehe mal auf einen anderen Sitzplatz. Die Tür abgerissen. Ja. Also immer geradeaus. Nee, wir müssen. Ich kenne den Weg schon. Ja, die Hauptstraße, immer geradeaus. Jetzt kommt gleich links eine Abbiegung, aber da müssen wir immer noch geradeaus. Ich muss kurz warten hier, das ruckelt ein bisschen. Hey! So, und vor uns geht wieder ein Linksweg rein, da müssen wir trotzdem wieder geradeaus und dann kommt rechts gleich ein Weg rein. Und den müssen wir folgen. Dann kommen wir genau zu dem Punkt. Genau, hier hoch. Da wo Dead End steht. Genau. Oh, da vorne immer noch. Nein, hier nicht mehr. Besser. Network here. Could you help one of your neighbors or something? We're in a bit of a hurry on this one. Alter, wie geil das aussieht, wie der Mond hier so spiegelt. Ja. Mondschatten. Der Schatten, ne? Von dem Rad. Ja. Rad. Ja, was schießen die hier? Okay. I'm so damn tired. Er wird wieder müde. Kaffee lässt langsam nach. Ja, aber ich habe nachgelesen mit dem Kaffee. Das bringt halt nur bedingt was. Also man sollte die wirklich schlafen legen. Das ist klar. Das ist ja in echt auch so. Man soll ja jetzt nicht hier 3 Tage Kaffee saufen, das muss man dann wieder 3 Tage schlafen. Oder Energy Drinks saufen. Ach, hier ist noch ein Behälter mit Honig, wieder Lebensmittel. Ja, nice. Okay, das ist hier schon mal wunderbar. So, können wir jetzt hier was machen, mit ihr sprechen? Einen Moment. So, wir haben einen Ort gefunden, wo wir perfekt an Autos arbeiten können, aber er ist verseucht. Kannst du das für uns regeln? Na klar. That's good news. Ja. Take the newbie over there with you. More useful than standing around here. Yeah, yeah, I hear ya. Sag Apps, wenn du bereit bist zu gehen. Ja, wir hätten auch mit unserer Frau hier im Lager sprechen können, bei uns in der Hauptbasis, aber das ist jetzt leider abgebrochen. This is Lily Ritter with the network. Our friend Twain is moving through dangerous territory, working to expand the reach of our broadcast. If you're listening, Twain, please know that we're keeping the faith. Well, let's see what we can do. Sounds good. Dark Apps, wenn du bereit bist zu gehen. Wollen wir das jetzt machen?
Wo? Der ist hier. Ja. Wo ist Apps denn? Hier vor mir. Ich kann es halt nicht annehmen, weil das geht nur mit dem Host. Warte, ich hatte gerade einen Autounfall und jetzt beseitige ich einen Infektionsherd. Typisch. Lass uns gehen. Apps als Begleiter. Ja. Hey, lead on. Benächte den Infektionsherd bei der Autowerkstatt von Apps. Buena suerte, amigo. Ja, amigo. Wie weit ist das weg? Da würde ich aber vorher... Warte mal, wo ist denn die Autowerkstatt? Ja. Yeah. Da unten. 330. Da fahren wir jetzt nochmal hin. Eins nach dem anderen. Ja gut, leg dir auf den Weg, ne? Was so nimmst. Aber der Kollege kommt jetzt ja mit. Ja, weil du noch so einen dicken Rucksack auf dem Rücken hast, sonst hat man kurz einen Abstecher nach Hause machen können. Nö, das macht nichts, weil... Okay. Dann kommen wir hier durch. Wunderbar. Ich geb Gas, ich geb Gas. Oh, ich hab gar keine Ausdauer, glaube ich. I think I see the place. Ja, hier ist das schon. Ein Moment. Vorsicht. Ich habe keine Ausdauer mehr. Gar nicht mehr. Oh, ich muss das Auto zurück. Was musst du machen? Oh, scheiße. Ja. Bist du drin wieder, oder was? Ich hab's ja noch. Vorsicht, komm wieder ins Auto! Komm ins Auto! Das sind hier viele. Weil ich hab nämlich jetzt, das hab ich noch nie gehabt, gar keine Ausdauer. Oh, der Platz. Da war. Jetzt aber. That's the end of that story. We all appreciate what you do around here. Here comes the asshole mit hier. Oh, great. Here comes the asshole squad. The asshole squad, okay? Genau. Verfolgen die uns etwa? Weil ich glaube, das waren keine Zombies, die auf uns geschossen haben jetzt. Wir bauen doch lieber eine Werkstatt. Ich glaube, dann können wir auch das Auto reparieren. Alter. Er ist bestimmt jetzt ganz ermüdet, weil er den fetten Rucksack schleppen musste. Das habe ich noch nie gehabt, dass ganz die Ausdauer weg ist. Ich kann es auch nicht hier rüberspringen, ne? Ne, kann er auch nicht. Das wusste ich noch nicht, dass die Ausdauer auch ganz weggehen kann. Erstmal hier den fetten Sack abgeben. Ich glaube, der andere Kollege, der hat sich jetzt auch ausgeruht genug. So. Moment. 15. Passiv. Wieso, was ist denn das jetzt? Hat er hier auf dem Rücken Lager verwalten? Ne, das hat er schon abgegeben. Ja, das waren Lebensmittel. Alter, der ist ja voll am Rumtorgeln hier. Noch einen Kaffee trinkt er jetzt aber nicht. You said you can help us out. Are you gonna get on that or what? So. Moment. Was gelootet habe ich auch nicht. So, dann würde ich mal sagen... Ach, das ist Apps, unser Begleiter. Wo ist denn der andere Kollege? Mit ihr wollte ich, mit der Frau wollte ich eigentlich nicht losgehen. Nee, drück Karte, geh auf Karte, Gemeinschaft, und dann kannst du dir den Typ raussuchen, den du willst. Genau. Geht schneller, bevor du da... da mal rumsuchst. Ach, die Son, die hat noch ein Ausrufungszeichen auf ihrem Charakter stehen. Die hat bestimmt noch was zu sagen. Der Drew auch. So, Kontrolle übernehmen.
Wenn du Drew wechselst, startest du seine Mission, ein problematischer Infektionsherd. Sobald die Mission gestartet wurde, kannst du von Drew nicht mehr zu einem anderen Charakter wechseln. Ja, machen wir. Gut. Ich glaube, er ist schöner. Oh, super ausgeruht ist er, ja? Wunderbar. How about that? Hola, amigo. Catch you later. Dauert lange, bis das wieder hell wird. Gemeinschaftsziele, ja genau. Wie können wir denn da jetzt rein? Moment, so. Ein problematischer Infektionsherd. Ach, da ist er. Das ist die Aufgabe mit meinem Charakter. Die müssen wir jetzt zuerst machen. Die ist priorisiert. Okay. So. Er ist genug ausgeruht. Dann gucke ich mal, was mit den Waffen ist. Auch zwei Waffen dabei hat. Einmal hat er das Beil, dann hat er noch ein zweites Beil und eine AK-47 und eine Pistole. Also der ist gut ausgerüstet. Ach, ich kann ihm noch einen besseren Rucksack geben mit 7 Plätze. Ja, wunderbar. Da kann er noch einmal mehr looten. Der setzt der Rucksack weg. Einlagern. So. Ja, dann können wir zum Auto. Dahin fahren und den Infektionsherd platt machen. Sag ich einfach mal so. Du kannst da nicht rüberspringen oder was? Aber hier oder so. Jawohl. Nee, beim Zaunen kannst du nur. Hä, wieso bist du jetzt als Fahrer drin? Ah, ein bisschen Benzin hat er schon verbraucht, aber wir haben noch genug. Ja, so ein Viertel sowas, ne? Oder ein Drittel. Ja. Boah. Gleich aussteigen. Erstmal alles platt fahren hier. Mal gucken, was hier los ist. These damn screamers always give me headaches. Screamers? Ja, ein Scheißer. Oh, der ist gefährlich hier. Da ist tot gefahren. Oh, da ist noch eine Menge mehr. Der macht die Kreise drin. Ja, der ruft immer neue. Ja, ich würde aber nicht aus. Das ist der Kreise. Ich glaube, die Piste hilft ihm allein. You fucking this thing up! Stark aus. Immer noch ein Begleiter dabei. Sieht gut aus. Wunderbar. Aber er ist noch nicht fertig. Oh, oh, oh. Oh yeah, I like that. Ah, da ist noch ein Kreischer. Komm her, du. Aua, aua. Ich hab Parkstack übrigens, ne? Das sind Essen ist da drin bei mir. Joe, congrats.
25 Einfluss. Ich freue mich schon, wenn es wieder hell wird. So, erstmal alles looten hier. Könnten wieder Baumaterialien und Benzin sein. Das? Flaschen mit Pflegespülung. Hey, how's it going? Catch you later. My favorite. Ah, Geistesgegenwart ist besser geworden bei... Oh, was machen wir nochmal eine Zigarette, meine lieben Freunde? Kriegt heute auf meinem Kanal auch wieder eine brandneue Folge von Death Rising 3. Das werden wir nachher noch zocken. Da sind auch noch viele DLCs, also ich habe ja die Apokalypse Edition. Sounds like we're alone. Und der Tigron auch. So. Hier noch mehr zu looten. Was ist das denn hier? Ja. Jawohl, Paket mit Holz, das sind wieder Baumaterialien. Nur, ich hab Paket mit Ding, mit Essen. Ah, das ist natürlich super. So, den Kollegen haben wir hier noch dabei. Mal gucken, wie viel Einfluss wir haben. 170. Wir können schon bald wieder 9 A9. Aber noch nicht. So. Ja, dann würde ich sagen. Also ich würde sagen, wir schaffen erstmal jetzt nach Hause und dann wird es auch wieder hell und dann greifen wir diese Werkstatt da an. Genau. Ich habe Baumaterialien und du hast Essen. Willst du fahren? Jo, mal probieren hier. Okay. Oh, die Karre ist ja schon, die qualmt schon. Ja, das war jetzt einmal komplett. Werden wir gleich eine Werkstatt bauen. Oh, Alter, das muss repariert werden. Ich hab aber auch eine Reparation. Einparken. So. Oh, oh, oh. Wer war das denn, Alter? Da hinten. Ich glaube, wir gehen erstmal rein, bevor wir den kaputt machen. Das ist ein Juggernaut. Das ist ein Juggernaut. Komm rein. Komm rein ins Haus. Erstmal alles abliefern, dann ist. Special Delivery. Der muss aber trotzdem down gemacht werden. Gucken, ob ich für die Pistole. Hab ich Schuss dabei, alles klar. Hey, careful! Nicht, dass der einen von uns tötet. Ach du Scheiße. Stirb endlich. So tot, Mann. Ich bin leer geschossen. Ja, ich auch, muss nachladen. Ist der down? Ja, ich glaub. Boah. Das war jetzt hart, ey. Alter, guck mal, wie der leuchtet hier. Der hat so ein Blubberzeug. Ja, eine Seuchenprobe. Wo ist er denn? Er ist jetzt weggespawnt. Der lag hier an dem Turm. Ist er weggespawnt, ja. Meine Waffe, das Beil ist jetzt down, ey. Puh. Mal. Alter, mitnehmen. Ein Juggernaut, das hab ich auch noch nicht gesehen. Naja, gut.
Ich auch nicht. Eigentlich hätte es eine Errungenschaft geben müssen. Da gibt's die noch. Manchmal kommt er später.